Hallo und herzlich willkommen, meine lieben Freunde, zu einem neuen Ausgepackt aus dem Hause Modellbau König. Und heute habe ich gleich 3 Sets für euch und alle im Maßstab 1:48. Ich denke mal, ich fange hier mit dem kleinsten Kunststoffset an, was ich hier für euch vorbereitet habe. Und zwar habe ich hier unter der Nummer 48410 eine M8A1 Landing Mat, genau nach dem Hersteller Mini Art. Geht die Firma ECM jetzt auch ähnliche Wege, aber nochmal anders. War das bei MiniArt eine durchgehende Platte? Lass uns mal überraschen, was wir hier vorfinden. 4 Spritzlinge ergibt eine Fläche von 245 mm mal 153 mm, 64 Teile in Gänze und das Ganze zu einem Preis von 9,50 Euro. So, und welchen Weg die Firma ECM hier gegangen ist, das gucken wir uns hier an, weil in diesem Bausatz haben wir so ein DIN A4 Faltblatt. Ja, ein bisschen gelitten durch das Falten und durch die eigentlichen Spritzlinge. So sieht das Ganze im Überblick aus, aber ich zeige das mal bei der Detailkamera. Da kann man das nämlich noch mal ein bisschen besser sehen. Wie immer in kyrillischer Schrift und natürlich in englischer Schrift. Das sind die Spritzlinge 4-mal. So, und da kann man mal sehen, dass das ein Unterschied ist, dass das noch mal auch anders aussieht. Hier sind die Farben. Natürlich werden hier wieder die Farben behandelt, die ECM in der eigenen Hausmarke hat. Aber auch da wieder mein Hinweis, wie immer, ihr könnt auf der ECM-Seite, da habt ihr eine Konvertierungstabelle und könnt euch das Ganze dann dementsprechend angucken. So, und der große Vorteil ist natürlich, dass man hier frei ist, dass man da gucken kann, welche Bauteile packe ich da hin. Diese Ergänzungsstücke, die kann man wegmachen oder man macht dann natürlich nochmal Bauteile ran und kann sich diese Matte dementsprechend so gestalten, wie man das dann gerne hätte. Ein paar Beispiele sind jetzt hier aufgeführt, hier zum Beispiel ein Hubschrauber und hier jetzt eine zweimotorige, ja, sieht aus wie die Marauder, also so sollte das schon mal klar sein. Wie die Bauteile im Einzelnen aussehen, das gucken wir uns natürlich mal hier an und wie immer bei ECM meine geliebten, ja, etwas sehr komplizierten Stülpkarton darüber und dann halt den Faltkarton. So, 4 Spritzlinge wollen wir haben. Zählen wir mal nach. 1, 2, 3, 4. Das passt schon mal. Rein gucken wir uns jetzt mal in Gänze an. So, und da kommt es wie immer im Leben auf die Details an. So, was ist mein Zeigestückchen? Da ist er. So, und da gucken wir jetzt hier mal hin. Da die kleinen Verbindungsstege und hier auch nochmal diese kleinen Pönöpels. So, und doch nochmal anders als der direkte Mitbewerber aus fast dem gleichen Land. So geht das immer weiter. Genau, da kann man hier schön die Pressung sehen. Die einzelnen Bauteile. Das passt auch. Von unten sind hier diese Verbindungsstücke, die ich euch ja eben schon von oben gezeigt habe. Sollte, ich sage jetzt mal, das zusammengebaut sein, ihr seid damit fertig, das steht über, laut Anleitung einfach abknipsen, wegschmögeln, in die Luft sprengen oder was auch immer, dass die Teile halt verschwunden sind, wobei natürlich in die Luft sprengen ein bisschen schlecht wäre, da wäre natürlich ein bisschen mehr auch noch mit kaputt. Ja, aber als kleiner Feuerwerkspyromane fällt einem natürlich dann solch ein Quatsch ein. So, naja, und dass wir uns hier nicht bei MGK immer unbedingt selber ernst nehmen, das sollte ja auch schon bekannt sein. So, 9,50 Euro, denke ich mal, kann man nicht viel verkehrt machen. Auf jeden Fall besser, günstiger und wesentlich schneller, als das Ganze selber zu schnitzen. Dann habe ich euch aber natürlich noch etwas mitgebracht, gleicher Maßstab. Und das geht ganz in die andere Richtung. Da haben ja die amerikanischen das Zubehör gehabt. Und hier habe ich von der anderen Feldpostnummer unter der Nummer 48053 WW2 Japanese Pilots and Ground Personal. Also Piloten und Wartungspersonal haben wir insgesamt 5 Personen, ein Spritzling, 38 Teile, 10,50 Euro der derzeitige Preis. So, und auch hier haben wir natürlich passenderweise einen kleinen gefalteten DIN A4 Zettel, der nochmal in alter ECM-Manier den Spritzling hier zeigt, die Farben von A bis T, da kann man es auch nochmal lesen, Black, Deep Yellow und so weiter und so fort und dann hier die ganzen hauseigenen ECM-Farbnummern.
Umgedreht soll das Ganze dann so aussehen, da haben wir die fünf Personen und einer steht stramm, der andere salutiert. Natürlich mit Samurai-Schwert, was haben wir auch anderes erwartet. Also jedes Klischee wird bedient, eigentlich fehlt jetzt nur noch hier die Binde mit den Zeichen drauf als Kamikaze. Dann haben wir hier nochmal Bodenpersonal mit einer Leiter, auch ein nettes Future. Noch ein Samurai-Kämpfer und natürlich hier nochmal eine andere Figur. So, kann man sehen, wie man will. Also das hat es ja nun tatsächlich gegeben, das ist keine Fiktion. Finde ich auch gar nicht so schlecht. Man könnte das natürlich auch weglassen, das Schwert, das einfach aus der Hand rausmachen. Dass sie da einfach so beigeht. Also da ist man, das ist ja das Schöne beim Modellbau oder beim Kunststoff, dass man das noch individuell anpassen kann. Gerade bei solchen Spritzlingen oder Bauteilen, die dann hier auch noch veränderbar sind. Zeige ich euch nämlich gleich. Hier haben wir den Spritzling und dann fangen wir auch schon mal mit dem Kameraden hier an, der hier nämlich da dieses kleine Käsemesser hält. So, und wenn ihr das nicht haben wollt, dann knipst das hier und hier ab, mit dem Bohrer da ein bisschen leicht reingehen und dann könnt ihr den von mir aus dem Blumenstrauß da reinpacken. Oder was auch immer. Da haben wir den Fallschirm. Die meisten haben ihn dann gerade bei den Kamikazen nicht gebraucht und haben ihr Leben dann ja für Kaiser und Vaterland gegeben. So, typische Uniform, wie ich finde, das passt richtig gut. Also der Zeitgeist, die Uniform, Faltenwurf, Details ist sehr gut getroffen und vor allen Dingen eine sehr schöne Qualität. Das ist mit, würde ich sagen, tatsächlich die beste Qualität, die ich hier von ECM gesehen habe. Woran mache ich das fest? Da habe ich den wieder vergraben. Woran mache ich das fest? Guckt euch mal hier die kleinen, feinen Details an. Ich halte es nochmal ein bisschen höher. So, und vor allen Dingen, wir haben kaum Grad, wenn ich das jetzt hier mal so ein bisschen kippe. Also für ECM-Verhältnisse ist das schon richtig, richtig gut gemacht. So, da haben wir noch einen mit Käsepiker. So, und das ist nämlich der Kamerad, der da lustig am Salutieren ist. Leider haben wir, wie gesagt, zwei Stück. Die ganzen Bauteile, ich gehe hier einfach mal schön bei. So, also das passt schon auch von der Form und Wahl vor dem Abflug. Und was natürlich nochmal richtig toll wäre, das wären Piloten in Kunststoff, die man in die Flugzeuge setzt, weil mit dem Wegfall der Firma PJ Productions, die haben noch relativ viel in Kleinserie als Resinen an Piloten gemacht, die man so, ja, ich sag mal, relativ universal einsetzen konnte. Aber tatsächlich sitzende Piloten sind doch ein rares Gut dieser Tage. Also das wäre doch nochmal was für die Hersteller dieser Länder. Macht uns doch mal so ein paar universell Piloten, dass man das dementsprechend auch mal in seine Flugzeuge packen kann. Ich würde das auf jeden Fall sehr begrüßen. So, das waren die Piloten. Auch da 10,50 Euro für 5 Mannequin. Kann ich sagen, das passt auch. Dann hat ja ICM eine Pass oder Farben. Die bringen sie auch ganz gerne mal passend zu ihren eigenen Bausätzen heraus. So auch hier. Und das ist das Farbset mit der Nummer 3056 WW2 Japanese Pilots. Natürlich das Ground-Personal kann man damit auch bemalen. 6 Farben A 12 mm. So, was ist in drinne? Da haben wir Saddle Brown, Oily Steel, Green Brown, Hull Red, Buff und US Dark Green. Also eine Hautfarbe, da kann man vielleicht das Buff für nehmen. Ansonsten selber das bemalen. Hier geht das hauptsächlich, jetzt kommen wir raus, du Lümmel, um die Uniform. Und ich habe jetzt mal hier einfach die Farbe, die gucken wir uns an. Dark Green. Und letztens habe ich schon von irgendwem gehört, das sollen Farben sein von Revell. Das kann ich tatsächlich nicht bestätigen. Nicht, dass ich das gehört habe oder dass ich das dementiere. Ich weiß es einfach nicht. Was ich weiß, dass Revell und die Firma Plupp, so, da kann man das schön sehen, schön durchschütteln, der Acrylfarbe mit Wasser verdünnbar und auch wieder zum Saubermachen. Die Deckkraft ist so, ja, es ist schon okay. Ne? Was soll ich jetzt sagen? Ach ja, genau, also die arbeiten schon schön zusammen, die tauschen, also ECM schickt auch mal Form hin, das vermarktet dann Revell schon unter seinem eigenen Namen, meistens mit neuen Nachschiebebildern, einer neuen Anleitung, natürlich eine neue Umverpackung, aber Farben, das wäre mir tatsächlich neu, wird ja auch eigentlich keinen Sinn machen, aber wer weiß, ist uns auf jeden Fall nicht bekannt oder ich habe da auch noch nichts Leuten gehört.
Preis kann ich euch auch nicht sagen. Wir bieten diese Farben nicht an, eben weil wir, jetzt muss ich lügen, 17 oder 18 verschiedene Farbhersteller haben mit verschiedenen Farben. Viele Hersteller haben ja auch mehrere Sortimente, wie zum Beispiel Revell, die ja den Aquacolor, also wasserlösliche Farben, oder eben auch die guten kleinen Döschen haben, die dann verdünnerbasiert sind. So, das sind die drei Sets, die ich euch hier heute vorgestellt habe. Das ist eine solide 7. Würde ich sagen, das passt. Figuren kann man immer gebrauchen, alleine schon für den Maßstabsvergleich. Das ist immer schön zu sehen, wenn da so ein paar Mannequins daneben stehen, sind auch relativ fix bemalt. Und auch hier diese Landematte ist auch universell einsetzbar, genau wie die Farbsets. Also herzlichen Dank für eure Aufmerksamkeit und natürlich an ICM, dass wir hier diesen kleinen heißen Scheiß von euch zugeschickt haben. Dann bedanke ich mich recht, recht herzlich für eure Aufmerksamkeit. Würde mich natürlich wie ein kleines Schneekönigchen freuen, wenn ihr euch das nächste Mal wieder einschaltet, wenn es heißt Bam, Bam, Bam und hier ist neuer heißer Scheiß. Bis dahin, euer Christian von MBK. Macht's gut.